es war knapp. Gerade soeben noch die Menschheit vor dem furchtbaren Dr. Jekyll gerettet. Ja, vielen Dank. Jetzt ist das Arbeiten mit ihm deutlich entspannter. Ich schulde Ihnen was, wenn Sie also Fragen haben. Alles darf ich Ihnen leider nicht sagen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Klar, bin ja schon froh, dass ich mir überhaupt Ihre Arbeit hier ansehen darf. Eine Soldatin, die sich für die Wissenschaft interessiert, gibt's bestimmt auch nicht alle Tage, oder? Nein, und eine so schöne schon gar nicht. Oh, danke schön. Okay. Was genau sollen Sie eigentlich an unserem Zielort machen? Sie meinen in der Forschungsstation? Ja, genau die. Wissenschaftliche Assistenten sind scheinbar auch auf internationaler Ebene leicht auszufragen. Es geht also um eine Forschungsstation. Vielleicht kann ich ihm ja noch das eine oder andere Geheimnis entlocken. Was ist Ihre Aufgabe in dieser Station? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen, sonst wäre die Anlage ja nicht geheim. So. Geheim ist sie also. Sehr schön, Junge. Nur weiter so. Ist schon klar. Aber vielleicht gibt es ja etwas, was nicht ganz so geheim ist. Ich habe zwar leider nur wenig Ahnung von Biologie und Chemie, aber faszinierend finde ich es schon. Ich kann da nur für das sprechen, was Dr. Lesniak und ich dort machen sollen. Klar. Wir haben da ja vor Ewigkeiten schon rausgefunden, dass es in der Region abnormales Pflanzenwachstum gibt. Ist kein Geheimnis, stand ja überall in der Zeitung. Klar, natürlich. Und nun versuchen wir, dieses Wachstum kontrolliert zu beeinflussen. Faszinierend. Und mit welchem Ziel? Darüber darf ich leider nicht sagen. Aber stellen Sie sich nur mal vor, man könnte das Wachstum von Pflanzen beliebig manipulieren. Das würde auf einen Schlag das Hungerproblem in der Welt lösen. Wow, das hört sich in der Tat nach einem großen Ziel an. Sehen Sie? Das stand ja überall in den Zeitungen. Ja, klar. Aber das haben wir sogar schon irgendwo erfahren mit dem seltsamen Pflanzenwachstum. Das, ja, das war stimmt, wirklich irgendwo schon mal. Naja. Okay, fragen wir ihn noch weiter nach Tunguska. Tunguska. Was ich noch fragen wollte. Moment, wenn Sie mich löchern, dann darf ich das aber auch. Oh ja, klar. Ist nicht persönlich gemeint. Also, warum werden da so viele Hi, Camillo, Soldaten ins wie Sperrgebiet geht's? Gebracht? Sperrgebiet? Ja, in die Forschungsstation und so. Ich meine, mit dem Material und den ganzen Leuten kann man ja einen kleinen Krieg führen. Ja, also, darüber darf ich leider nichts sagen. Ihr Wissenschaftler habt Anweisungen, wir haben die leider auch. Aha, verstehe. Ich erzähle Ihnen bereitwillig alles über unsere Experimente und kaum hab ich mal eine Frage, kommt sowas. Tut mir leid, ich würde ja gern was erzählen, aber ich weiß selber nur sehr wenig und erfind was doch ich irgendwas. Weiß, ist streng geheim. Ist nicht persönlich gemeint. Ja, schon okay. Sag einfach Aliens. auf jede Frage, Aliens. Therefore Aliens. Genau. Was Sie hier machen, sieht ja unglaublich kompliziert aus. Ja? Ist aber eigentlich ganz einfach. Mir geht's auch die gut, danke. Camillo. Hier wurden einer Strahlung ausgesetzt, die der in der Tunguska-Region ähnelt. Die Dosis wurde erst einmal niedrig gehalten und dann immer weiter erhöht. Ich setze die Proben nun in diesem Kasten da drüben einer Flamme mit konstanter Temperatur aus und prüfe, ob was von der Pflanze übrig bleibt. Sie fackeln Grünzeug ab? Ja, so in der Art könnte man das sagen. Es gilt herauszufinden, ob ab einer bestimmten Strahlendosis der Schaden an der Pflanze nicht mehr zur absoluten Zerstörung der Zellstruktur führt. Hey, das hab ich sogar verstanden. Ich hab ja auch absichtlich zwei... Und ich bin total bescheuert. Na toll. Da bin ich mal stolz auf meine wissenschaftlichen Fähigkeiten und Sie nehmen mir meine Illusionen gleich wieder. Tut mir leid. Das sind... Also ich finde, die Dialoge werden einfach immer döber. Döber. Mensch, sind das döbe Dialoge. So wie mein Kopf. Wortschatz. Ja. Na gut, mehr sagt er uns anscheinend nicht. Ich werde dann mal wieder meine Runde machen. Alles klar, bis später. Oh mein Gott, what? Nix. Solange Wissenschaftler im Raum sind, sollte ich nichts Wichtiges anfassen. Okay, also er geht anscheinend auch nicht mehr. Katka, danke fürs Abonnieren. Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, ich finde das Spiel so bekloppt manchmal, die Dialoge. was kommt aber heraus, wenn man eine Frau mit einem Oktopus kreuzt? Ein naja, Mensch-Oktopus-Mutant? Ist es eine menschliche Frau? Das ist auch die Frage. Ich weiß es auch nicht, aber es kann bestimmt gut putzen. Außerdem sind die Preise auf dem Schwarzmarkt derzeit im Keller. Ich habe noch eine Brotscheibe genommen. Oh oh. Aber ich weiß echt nicht. Geben wir ihm auch noch Abführmittel vielleicht? Ha. Geben wir ihm. Nein. Geben wir ihm einfach eine leere Flasche. Ah, okay. 5 okay, Euro in die Shovi-Kasse, genau. Mindestens. Also hier geht erstmal nichts weiter. Mach halt wirklich nochmal ein Abführmittelbrot.
Vielleicht, noch für später. Eins. Wenn noch Apfelmittelmarmelade da ist. Wäre komisch, oder? In so einem Adventure, dass ein Item, also quasi ne, der gleiche Lösungsansatz für mehrere Rätsel benutzt wird, wäre komisch. Aber wenn wir noch eine Scheibe nehmen können, könnten wir es versuchen. Wer weiß. Es gibt manchmal komische Sachen in so Adventure-Dingern. Mir fällt gerade auf, dass ich seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen habe. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht aus Versehen was davon abbeiße. Wir können noch eins machen. Ein Apfelmittelbrot. Also ja. Keine Ahnung. Gib wirklich dem Assistenten das Apfelmittelbrot. Wie gesagt, es wäre wirklich komisch, finde ich, wenn das zweimal, ne? Das ist aber wirklich sehr seltsam. Wer weiß. Hey, danke, Volk, Joseda, fürs Nachschenken. Stimmt, das Glas ist so leer. Da ist irgendwo ein Loch, glaube ich. Aber jetzt ist es wieder prall gefüllt mit Pride-Herzen. Na gut, probieren wir es bei ihm auch. Ach, mein Gott, es ist aber auch so. Nein, der will kein Marmeladenbrot. Aber vielleicht will der andere dahinter. Der, ja, der noch grantiger ist als der andere. Vielleicht will der ein Marmeladenbrot. Entschuldigen Sie die Störung. Kann ich Sie kurz sprechen? Solange Dr. Lesniak nicht der Durchbruch bei seinem Experiment... Aber... Von mir aus kann auch der... Es ist aber... Nein! Nein! Kannst du noch ein Weißbrot nehmen? Weil vielleicht brauchen wir für irgendein Rätsel noch ein blankes Weißbrot. Nur so eine Idee. Nicht, dass wir irgendwo dann hängen bleiben ohne... Weißbrot-Diebstahl im großen Stil? Nee. Dafür fehlen mir die entsprechenden Abnehmer. Außerdem sind die Preise... Na gut, okay. Ich würde sagen... Okay. Es ist Zeit. Warum nicht? Schauen wir in den Guide. Achtung! Okay. 100 Watt Birne nehmen. Honig nehmen. Das haben wir alles gemacht. Danach mit Assistenten sprechen. So. Leere Flasche mit Wasserhahn benutzen. Ach, okay. What? Okay, na gut. Das klingt nicht sicher, was wir jetzt gleich machen müssen. Gerade in einem Zug gelesen. Und so. Ich weiß auch nicht. Aber okay. Aber okay. Von mir aus. Ja, ich meine, da war eine Steckdose. Da hätte man schon drauf kommen können, irgendwas mit der Steckdose noch zu machen, ne? So ein Guide im Spiel ist gar keine blöde Idee. Mhm. Ich würde das vielleicht ein bisschen eleganter lösen und nicht einfach nur so eine Komplettlösung reinschreiben. Aber irgend so eine Hilfsmechanik ist schon eine gute Idee für so ein moderneres Adventure. Fiel fast nicht in die Flasche. Aber besser als nichts. Oh, ich habe hier den Pro-Controller noch liegen. Den müssen wir dann nur schnell auf deine Switch konfigurieren, wenn es wirklich ist. So, na gut, dann benutzen wir die Wasserflasche mal mit der Steckdose. Natürlich. Macht ja auch Sinn. Mhm. Ein bisschen Flüssigkeit sollte ausreichen. Wenn hier alles unter Wasser steht, fällt das sonst zu sehr auf. Gerade hat sie noch gesagt, nein, sie fest ist, sie will das lieber nicht anfassen, sonst explodiert noch alles. Aber ein bisschen Wasser draufschütten, das ist cool. Ist ausgerechnet, jetzt fliegen hier die Sicherungen raus. Oh. Ich muss die Sicherungen wieder reindrehen. Passen Sie bitte so lange hier auf, dass keiner irgendwas anfasst? Klar, kein Problem. Danke. Keiner außer mir. Ja, ganz genau darauf achten, dass keiner hier irgendwas berührt. Keiner außer mir. Ja. Ich bin einfach, ich könnte auch super Dialoge schreiben anscheinend. Na gut, dann nehmen wir mal den grünen Kackhaufen. Eine der Proben, die hier analysiert werden. Okay. Proben. Schauen wir mal, was da... Der Tisch des Assistenten. Erinnert mich an meinen Chemieunterricht. Ich kenne mich mit sowas über... Okay. Na gut, dann öffnen wir das hier vielleicht. Ich hole die Probe mal aus dem Glas. Okay. Und jetzt haben wir... Sind das jetzt Tunguska-Pflanzen? Oder wie? Keine Ahnung, von was für einer Pflanze das ist. Ach so. Weiß ich auch nicht. Beantwortet. Wir haben ein Glas. Da war eine der Pflanzenproben drin. Ja, und jetzt? Tun wir Marmelade aufs Brot. Nein, ich meine die Pflanzen aufs Brot. Nein. Nee. Und, nee, ich habe keine Ahnung. Anzünden? Warum haben wir Streichholz? Das macht mich irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Muss das da rein? Nee.
Vielleicht muss man... mach das. Ich habe auch Bock auf Marmeladenbrot jetzt, komischerweise. Eigentlich kann man nur noch hier Sachen benutzen, oder? Keine Ahnung. Man könnte jetzt Marmelade ins Glas füllen oder Wasser ins Glas füllen. Oder, genau, nee. Keine Ahnung, sehr komisch. Dann geh noch mal zu dem Wissenschaftlerkerl, der dich nicht reinlassen will. Und sag dem, dass Dr. so und so einen Durchbruch gelungen ist. Ja, aber irgendwie, wir müssen irgendwas... Pflanzen. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwie zerstören müssen, die Pflanzen oder so. Ja, aus dem Gewehr feuern. Mach mal kurz deine Suchhilfe an. Da genau. Unten. Ach so, an das habe ich jetzt gar nicht. Eine ich dachte, der Proben, die hier analysiert werden. Könnte man vielleicht mit der Pflanze und dem Kolben irgendwas machen, dass man die Pflanze destilliert? Hä, jetzt haben wir noch eine Pflanzenprobe genommen. Ja. Ich hole die Probe mal aus dem Glas. Jetzt tauschen wir die aus, wahrscheinlich. Keine Ahnung, von was für einer Pflanze das ist. Okay. Tja, was mache ich jetzt damit? Zwei grüne Kräuter kombiniert. Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Das ist jetzt schon mal ein gutes Heilmittel. Das ist ein toller Plan, also echt was zur Hölle. Die von mir manipulierte Probe. Hoffentlich bemerkt keiner, dass die Pflanze jetzt deutlich dicker ist als vorher. Hat sie die fusioniert? Anscheinend. Oder was? Fusion. Na gut, und jetzt wieder da rein und jetzt wieder da hinstellen. Upsala. Weil wir haben jetzt irgendwas damit gemacht und jetzt sagt er, oh mein Gott, what the hell? Jetzt sagt er, oh, die Pflanze ist ja doppelt so dick wie vorher und das ist ein sensationeller Fund. Mhm. Und dann kommt der andere Wissenschaftler aus seinem Büro, weil er die Ergebnisse klauen will oder so. Und jetzt setzen wir uns hier hin und warten, oh mein Gott, wie sich das Spiel entfaltet. Unser Theaterstückensding. What the... Ihr merkt gar nicht. Er packt es einfach in seinen Verdampfer. Und? So, hoffentlich knallt mir die Sicherung nicht gleich wieder raus. Naja, ob ich hier wirklich irgendwann mal überraschende Ergebnisse bekomme, bezweifle ich mittlerweile sowieso. Was? Das kann doch nicht sein! Sollte es wirklich... Die Probe wurde tatsächlich nicht vollständig verbrannt. Das kann man sogar mit bloßem Auge sehen. Dazu brauche ich noch nicht mal eine Analyse machen. Ich muss unbedingt Dr. Lesniak Bescheid sagen. Und vielleicht auch Professor Sidorkin. Das könnte tatsächlich der große Durchbruch sein. Und ich hätte fast den Glauben daran verloren. Wir zerstören nach und nach Leben. Sicher, dass alle Versuchsbedingungen genauestens kontrolliert und eingehalten wurden? Ich habe immer wieder Stichproben genommen und alles überprüft. Und für Alexei lege ich meine Hand ins Feuer. Ich arbeite schon seit Jahren mit ihm zusammen. Sie haben also die Experimente gemacht. Ist Ihnen irgendeine Veränderung aufgefallen? Was für eine Veränderung? Wir müssen alles genau prüfen. Wenn das Ergebnis stimmt, ist das eine absolute Sensation. Wenn wir es aber als Sensation melden und wir haben einen Fehler gemacht, dann kriegen wir hinterher höchstens noch eine Anstellung in einem Naturkundemuseum. Also gehen Sie nochmal alles in Ruhe durch. Wir sollten uns zusammen die Analyse anschauen. Ich hoffe nur, wir haben nichts übersehen. Wenn das Ergebnis wirklich stimmt, wir werden in die Geschichte eingehen. Die Herren scheinen schwer begeistert von ihrer Entdeckung. Ich sollte die Gelegenheit nutzen und mich mal in Sidorkins Büro umsehen. Wirklich, ey. Er ist der arme Bauarbeiter, den wir... Viel Zeit werde ich nicht haben, bis dieser Sidorkin zurückkommt. Ich werde mich erstmal auf seinem Schreibtisch umsehen. Vielleicht finde ich da ja zumindest die Liste der Leute, die sich an Bord befinden. Er ist der Bauarbeiter, dem wir vorgespiegelt haben, dass er jetzt Millionär ist. Mhm, dass er dann gleich seinen Job kündigt. Ja, und genau. So. Und dann dieser eine Soldat, der irgendwie. Der jetzt wahrscheinlich gerade verhört und gefoltert wird. Ja. Und jetzt drei Wissenschaftler, denen wir auf Ewigkeiten ihre Karriere ruinieren. Das genau. Ist toll. Cool, cool. Wir sind tolle Menschen. Hi, Desert Railgun. Hallo. Bin wieder da, aber ohne Apfelmittel ist es einfach nicht dasselbe. Das stimmt. Marmelade ohne Apfelmittel. Ist einfach langweilig. Guck mir, hat ein kleines Hündchen auf seiner Tasse. Eine Hundetasse und eine riesige Ameise. Die ist riesig. Defense Force. Normal ist das nicht. Die muss irgendwie genetisch manipuliert worden sein. Ein Fotoapparat. Aktenordner. Auf den Ordnern steht Tunguska-Projekt Fehleranalyse.
Der obere Ordner ist für die Jahre 2000 bis 2003, der untere ab 2004. Damit werde ich so auf die Schnelle wohl nicht viel anfangen können. Was, wo ist alles negativ, wenn man in einem Teil negativ ist, hä? Check ich nicht. Den Zettel da? Auf dem Zettel steht, Dokumente bei jedem Verlassen des Zimmers im Safe deponieren. Aha. Zeichnet mit W-I-L. Welcher Safe? Welche Dokumente? Sind das die Dokumente hier? Sind überschrieben mit Sicherheitslücken und akute Bedrohungen des Tunguska-Projekts. Ich werde mal einen Blick hineinwerfen. Wenn ich das richtig verstehe, sind in den letzten Jahren mehrere Anschläge auf geheime und offizielle Forschungseinrichtungen verübt worden. Teilweise wurden Unterlagen vernichtet, aber sogar vor Sprengstoffanschlägen und Brandstiftung scheinen die Täter nicht zurückgeschreckt zu haben. Augenzeugen haben dabei immer wieder von Männern in schwarzen Roben berichtet. Bislang konnte aber nie einer der Täter gefasst werden. Der Geheimdienst FSB wurde daraufhin eingeschaltet, konnte aber bis heute keine konkreten Ermittlungserfolge vorweisen. Die Vermutung, dass es sich um politische Terroristen handelt, konnte nicht bestätigt werden. Derzeit geht man davon aus, dass es sich ebenso um eine religiös motivierte Sekte handeln könnte. Männer in schwarzen Kutten? Ob das Danke, vollen Crusader. Die gesehen haben will? Wenn das stimmt, steckt mein Vater in noch größeren Schwierigkeiten, als ich befürchtet hatte. Okay. Anscheinend haben die schon irgendwie was mit dieser Tunguska-Region zu tun, aber die Wissenschaftler und die Männer in Schwarz sind wohl nicht von der gleichen Fraktion. Irgendeine wissenschaftliche Abhandlung über Molekularbiologie. Fast nur Formeln und die wenigen Worte sind ähnlich unverständlich. Wenn in diesem Safe auch die Mitarbeiterliste ist, sollte ich mich hier mal genauer umschauen. Vielleicht finde ich so auch raus, was genau in Tunguska vor sich geht und was mein Vater mit der ganzen Sache zu tun hat. Okay. Das verstehe ich nicht, Camillo. Hab ich's das mir doch gedacht. Berechnet die wird dann. Die Kröte ist eine Schnüfflerin. Du bist mir schon in Moskau am Bahnhof unangenehm aufgefallen. Kröten bleiben halt auch in Verkleidung. Immer noch Kröten. Aber keine Sorge. Wir werden uns jetzt ein wenig um dich kümmern. Die Krötenpolizei hat uns entdeckt. Uh-oh. Was? Sind wir jetzt der Raucher oder wie? Oder ist das eine Cutscene? Kannst du was machen? Hard Cut. Ja. Hard Cut auf jeden Fall. Okay, da wow. Ist der. Warum sich dieser Kansky denn hier mitten in der Nacht rum? Ah, vielleicht jetzt sind wir Max. Eindruck, aber ich habe bei dem Typen ein extrem ungutes Gefühl. Ich sollte mich auf jeden Fall nicht von ihm erwischen lassen. Die dicke Beule an seinem Hinterkopf wird er mit Sicherheit noch nicht vergessen haben. Ja, der Clodo, du wurdest entführt anscheinend. Endlich eine Antwort auf meine Anfrage. Dann bin ich mal gespannt, was mein irischer Kollege herausgefunden hat. Hallo Max. Es hat etwas gedauert, aber deine angeforderten Informationen. Aber Max Gruber wird dich retten. Es war auf jeden Fall gut, dass du mir das Original dieses Briefes geschickt hast. Der kleine Bruder von Hans Gruber. Zunächst einmal was zu dieser irischen Gesellschaft aus dem Briefkopf. Diese Firma gehörte mal einem gewissen Ken Morangi und hatte irgendwas mit Pflanzendünger zu tun. Das Unternehmen wurde ganz plötzlich geschlossen, obwohl es wohl ziemlich gut lief. Mehr konnte ich darüber leider auch nicht rausfinden. Seitdem lebt Morangi völlig zurückgezogen auf einer kleinen Insel vor der Küste Irlands. Eine Karte habe ich der Mail angehängt. Jetzt aber zu einer viel interessanteren Geschichte. Ich habe den Brief, den du mir geschickt hast, mal genauer unter die Lupe genommen. So ganz leer, wie auf den ersten Blick vermutet, ist der nicht. Offenbar wurde eine Art Geheimtinte verwendet. Nicht sehr einfallsreich. Aber für Leute wie dich reicht es offensichtlich. Hier kommt der Inhalt des Briefes. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Hallo, Wladimir. Habe Unterlagen bekommen. Kopie ist in Arbeit. Übergabe müssen wir noch klären. Ken. PS? Der Whisky? Wartet immer noch. Na, das hört sich doch schon recht geheimnisvoll an. Dieser Morangi könnte vielleicht etwas wissen, das uns weiterhilft. Ich sollte Nina... Was sie wohl gerade macht? Hoffentlich geht es ihr gut. Ich mache mir echt Sorgen um sie. Zu Recht. Verdammt, ist nicht mein Tag heute. Erst sitze ich mit einem darmkranken Psychopathen im Abteil und nun mit einem tollwütigen Hund. Ich muss hier schleunigst wieder raus. Sobald wir die nächste größere Ortschaft erreichen, wollen die mich den Behörden übergeben. Das wäre dann wohl das Ende meiner Suche. Und vermutlich auch meins. Ist der wirklich tollwütig, erstens? Und zweitens, das erinnert mich gerade so an einen Screen aus Resident Evil Zero im Zug. Mit genau dem gleichen Zwinger und genau den gleichen Hunden im Zwinger. Da oben ist eine Luke, da müssen wir bestimmt raus. Und wenn du da jetzt hochgehst, kommt aber ein riesiger Skorpion. Nur, dass du es weißt. Hast du das gerade den schlechten Witz
Über der Luke muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ach so. Na gut. Dann gib dem Hund mal das Marmeladenbrot. Der Hund scheint die linke Hälfte der Box zu bevorzugen. Ja, wir müssen bestimmt da an den Knochen. Ja, dann gib ihm das Marmeladenbrot auf der rechten Seite und nimm den Knochen. Nee. Hätte ja sein können. Ah, okay, es gibt einiges. Ein Plan. Darauf ist eingetragen, wann, was und wie viel der Hund täglich bekommen soll. Eine Leine aus Leder. Okay. Bip, bip. Da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr raus. Die Tür ist verschlossen. Wäre ja auch zu schön. Der Hund, was macht der Hund? Der ist eher wie ein Schaf animiert, finde ich. Mäh. 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 Ein Schaf im Dobermann-Pelz. Ein schnuckliges Schoßhündchen und spielt mit seinen Knochen. Ist er nicht süß? Vielleicht kannst du mit der Leine so Indiana Jones-mäßig den Knochen so rauspeitschen. Nee, ich glaube, die Leine brauche ich doch bestimmt hier, oder? Nee, okay. Du brauchst erst den Knochen. Wahrscheinlich musst du aus Leine und Knochen einen Greifhaken basteln. Mhm. Aber warum? Genial. Dem Hund? Der will das Brot nicht. Unrealistisch. Ja. Muss ich das Brot anzünden? Wo muss ich den Hund anzünden? Ich würde dem Spiel alles zutrauen. Ja. Ich weiß gerade echt nicht. Klick mal auf den Knochen. Vielleicht ergibt sich dann erst das Dilemma. Jetzt macht er Mäh! Beiß dich in die Hand. Würde der Hund mir selbige abnagen. Abnagen? Da musst du die Hand aber lange drin halten, damit er die abnagt. Miam, 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 miam. Hm. Und wenn du mal auf die Luke klickst, vielleicht... Auf welche denn? Auf die? Die oben. Oben. Loch. Die da? Ach, das haben wir schon gehabt, ne? Ja. Ja, ja. Vergiss es. Okay. Dann... Luke muss die Freiheit wohl grenzen. Ah, ich hab grad Man kann pausieren. Ja, ich hab grad irgendwie pausiert. Dann wend mal die Leine auf den Hund an. Keine Ahnung. Vielleicht. Nee. Hast du schon alles überall versucht? Alles ich meine, mit allem. Ich alles an. Eine Leine aus. Da war eine der. Ich bekomme schon. 25. Eine Schachtel. Ja, wir haben es jetzt verstanden, dass die Battery low ist. Meine Güte. Ja, mir fällt nichts Gutes ein. Mach mal noch mal deine Lupen an, bitte. Aber hier ist auch nicht mehr. Der Plan ist wahrscheinlich auch nicht wichtig. Tra. Komisch, komisch. Es ist wirklich seltsam. Warte mal. Hundeleine? Fleischstücke? Was? Was? Hundeleine, Fleischstücke aus Kühlbox. Moment mal. Rohr und Schlauch nehmen. Hä? Kannst du da weitergehen? Ist ja da noch ein Bildschirm? Wir sind so doof, Alter. Okay, na dann. Naja, okay. Dann schauen wir mal. Kühlbox. In der Box sind eine ganze Menge Fleischstücke. Na dann. Ich nehme mal eins der Fleischstücke. Mach das. Aufs Marmeladenbrot. Ich habe schon ein Stück Fleisch. Das reicht vorläufig. Stück Fleisch. Laut der oberen Anzeige haben wir eine Temperatur von 12 Grad Celsius. Die untere zeigt eine Luftfeuchtigkeit von 28% an. Na dann, gut, dass wir das geklärt haben. Die Tür ist verschlossen. Der Staubsauger. Okay. Ein Staubsaugerschlauch. Flexibel, lang und weilig. Haha. Weilig? Und was haben wir jetzt da genommen? Was ist das für eine Stange? Das ist die Staubsaugerstange halt. Ja, aber was für eine Staubsaugerstange? Ach, das Rohr. Ja. Ach, das sieht aus wie so ein kleiner. Ich dachte, das ist so ein kleines Stöckchen, was wir da haben. So, und jetzt haben wir auch... Aha. Na gut. Und für was brauchen wir jetzt noch den Knochen? Wir schon... Oh, was ist denn das? Knopf. Okay, der ist aber auch... Ha.
Ach Gott, es, die Wortwitze. Und das, das meinte ich mit, die Dialoge werden immer schlechter. Keine sichtbaren Auswirkungen. Ich meine, wir sind ja auch in einem Zug. Und Jim Knopf ist immer auch mit einem Zug unterwegs. Vielleicht deswegen. Ja. Er ist eine Klappe, die hätte ich auch nicht erkannt als solche. Nee. Ich krieg die Klappe nicht auf. Das ist bei Verklemmten leider keine Seltenheit. Okay, dafür brauchen wir den Knochen. Bei Verklemmten kriegen die Klappe nicht auf. Ach ja. Ach ja. Ich fand das gar nicht so. So, blöd. Na gut. Füttern wir das Hündchen. Jetzt schnell den Knochen! So schnell, nein! Wie der ein Steak verschlingt, kann ich nicht mal Schweineschnitzel sagen. Okay. Dann weiß ich, was wir machen. Wir holen uns nochmal Fleisch und packen das Fleisch in das Glas und schließen das Glas und stellen es rein. Vielleicht. Ich meine, so viele Sachen haben wir nicht. Also irgendwie. Ich nehme mir mal eins der Fleischstücke. Nimm dir noch eins der Fleischstücke. So. Und das würde ich jetzt zusammen mit dem Abführbrot und dem Fleisch da reinmachen. Aber was willst du denn dem Hund unbedingt vergiften? Das stimmt. Der arme Hund. Muss ja nicht. Er hat eh schon Tollwut anscheinend. So, jetzt hat er was zum drauf rumbeißen. Wahrscheinlich jetzt dann so, gleich lauter Scherben im Mund. Er sollte erst einmal beschäftigt sein. Irgendwie ist der Hund nur so halb das überhaupt vollhanden. Das versucht, wahnsinnig an das Fleisch im Glas zu kommen. Tja, gefährlicher als ein normaler Hund mag er sein. Intelligenter aber mit Sicherheit nicht. Was ist denn für Sie ein normaler Hund? So, jetzt haben wir den Knochen. Ein Stück Knochen. Na gut, damit machen wir wahrscheinlich jetzt mal die Luke auf. Mit. Die ist schon offen, oder? Nee, ich meinte die. Die da hinten. Mhm. Warum nicht? Ja, genau. Wenn ich die flache Seite in die Klappe stecke und ihn dann als Hebel offen. Offen. Und jetzt können wir den Dreckbeutel nehmen, oder wie? Da ist ein Staubsaugerbeutel drin. Ich hole ihn mal raus. Tatsächlich. Jetzt haben wir eine Rauchbombe. Muss ich darin jetzt rumwühlen? Naja, wahrscheinlich schon. Warum? Aber gut. Weil jetzt haben wir eine Haarnadel und eine Haarnadel. Modell 0815. Und? Ein Büschel Haare vom, Tier. Oh. Okay. Gut, dass wir das... Und jetzt macht die Haare aufs Marmeladenbrot. Dann wird's noch ekliger. Schade. Schade geht nicht. Aber das geht bestimmt hier oben. Ja. Ah, okay. Hoffentlich hat das keiner gehört, sonst werden meine Probleme gleich noch größer. Na gut. Und nochmal. Hey. So könnte ich aufs Dach gelangen. Zumindest dann, wenn ich mir an den Glasscherben nicht die Pulsadern aufschneide. Na, dann machen wir das. Yeah. Everybody got surfing. Surfing USSA. Oh, jetzt schwingen wir uns bestimmt irgendwie in so ein Fenster rein. Ich kann auch sonst... Okay, da geht's zurück. Ah, ich weiß schon. Ah ja, ich auch. Das kannst du jetzt einspreizen bei den beiden kleinen Mario-Röhren da. Genau. Und dann kannst du dich voll Spider-Man-mäßig mit dem Bein voran in das Fenster reinstürzen lassen. Gott, ey. Der ist aber auch friggelig manchmal. Wie langsam sie sich da auch vortatscht. Das ist gut. Macht irgendwie. Aber es dauert schon auch lang. Okay. Na dann, auf geht's. Ich befürchte, wir schwingen uns gar nicht reinsehen. Das Fenster ist zu. Und von außen werde ich das auch nicht aufkriegen. Aber vielleicht mit einer Haarnadel. Na, verdammt. Kannst du das Seil anklicken selber? Ja, so. Ich vermute, dass es zu einer Klimaanlage gehört. Ah,